Wir sind bei der Schallmann-Sachse-Premiere. Es ist getan. Jetzt wird es Zeit, das Ding der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und zu gucken, wie die Welt darauf reagiert. Ich bin sehr aufgeregt, sehr dankbar für die Chance. Auch an die UFA, an Disney, an Jörg von Big Window, Tyron. Passiert heute etwas, an das ich vor 10 Jahren selber nicht geglaubt habe. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass das heute passiert. Wir sind auf jeden Fall extrem stolz, dass wir die erste deutsche Original-Serie für Disney machen durften und sind dementsprechend jetzt voller Vorfreude auf den Abend und freuen uns, hier Premiere feiern zu können mit unseren vielen tollen Gästen. Wird bestimmt ein cooler Abend. Deutschland ist auf dem rechten Auge blind. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher. Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Es erwartet eine packende Story mit viel Action, aber auch viel Drama, vor allen Dingen aber auch mit viel wichtigen Themen. Und das ist ja wichtig und selten. Wir sind wirklich sehr dankbar, dass Disney Plus gesagt hat, wir fangen neu an, wir starten in den Markt mit etwas, was wir noch nie gemacht haben. Also sind wir auch mutig, eine Geschichte zu erzählen, die so in Deutschland noch keiner gemacht hat. Das ist, muss man wirklich ihnen hoch anrechnen. Ich glaube, wenn man diese Reise mitmacht mit so einer Figur, das ist die Kraft des Storytellings, dann kann man damit Empathie erzeugen und auch Verständnis für vielleicht eine ganz andere Perspektive und dass man damit auch die Welt vielleicht so ein ganz kleines bisschen besser macht. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Serie die Leute einfach wirklich reinsaugt und mitnimmt, weil es einfach super, super spannend gemacht ist. Es ist einfach eine tolle, große Arbeit und darüber freue ich mich sehr. Wir brauchen solche Männer wie Sie. Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit zu Freiwild werden kannst? Glauben Sie, dass Sie es schaffen? Ich bin da sehr stolz drauf, dass wir mit so einer Geschichte auf den Markt kommen. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern international. Wir werden in Amerika bei Hulu starten und ansonsten auch in allen Ländern dieses Planeten. Das heißt, auf Knopfdruck werden 200 Millionen Leute die Serie Sam ein Sachse oder Sam a Saxon sehen dürfen. Es ist halt ein großer internationaler Player und das merkt man auch professionell von A bis Z. Es hat eine Riesenfreude gemacht. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass wir uns alle wiedersehen nach einem Jahr ist ja jetzt her und dass wir zusammen diese Premiere feiern dürfen und dass wir es unseren Freunden und Family zeigen können und der Welt auch und dass es bald startet. Und wir sind alle ganz, ganz doll aufgeregt und sehr, sehr stolz auf die Serie. Ich bin der Meinung, es ist nicht wichtig, dass man meine Geschichte erzählt, sondern diese Art von Geschichten erzählt. Geschichten, in denen Krisen stattfinden und wie wir mit diesen Wellenbewegungen der Krisen zurechtkommen müssen, um dann aber auch immer wieder uns zusammensammeln und aufstehen und weitermachen. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin stolz, ich bin froh, ich bin auch ein bisschen erschöpft, aber wir schreiben Geschichte, also es ist super. Als ich Marley gesehen habe, habe ich mir gedacht, er sieht aus wie Sam. Dann ist er zum Casting gekommen und war super vorbereitet, hat 100% Energie reingegeben. Er hat 95 Tage lang einfach Vollgas gegeben. Ich kann mir keinen besseren Hauptdarsteller vorstellen als ihn für diese Rolle. Lange Reise kurz erzählt. Ich habe Samuel Mefire 2001 kennengelernt. Er hat mir seine Geschichte erzählt. Ich wusste, das muss auf die Leinwand. Wir haben versucht, einen Kinofilm zu machen. Wollte keiner machen. Hieß es, schwarzen Mann in der Hauptrolle will keiner sehen. 2018 haben wir es nochmal aufgegriffen. Samuel war so gnädig und ich bin sehr froh, dass er uns nochmal eine Chance gegeben hat, nochmal einen Versuch zu starten, diesmal als Serie. Disney Plus hatte Lust drauf, jetzt machen wir es, jetzt kommt es am 26. auf Disney Plus und in Amerika auf Hulu.